Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich im Sommer ganz gerne mache. Und dafür braucht man solche Silikon-Backförmchen. Ich hatte auch mal große, die sind allerdings weg. Passend dazu braucht man auch Schokolade, egal ob helle, dunkle, das ist wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier Schokolade und Kuvertüre gemischt. Und das lasse ich einmal schmelzen. Na, komm raus. Komm, das geht auch noch. Das lasse ich einmal schmelzen. Ja, die Schokolade ist geschmolzen. Jetzt nehme ich einen Löffel und gebe die hier rein. Also wie gesagt, das könnt ihr mit, egal ob Vollmilch, Schokolade oder... Und dann drehe ich quasi die, ja, könnte ich immer zu euch halten, die Förmchen so, dass die Schokolade da überall einmal lang geht. Das mache ich mit jedem Förmchen so. Zack, so sieht das jetzt aus. Und die gebe ich dann anschließend in die Kühltruhe. Und dann mache ich den ganzen Spaß nochmal. Und dann kommt das nochmal in die Kühltruhe. Die Schokolade rein. Ich könnte euch ja mal ein Stück höher holen. Dann seht ihr auch das, was ich mache. So. Schön einmal lang. Ja. Einmal auströpfeln lassen. Und dann gebe ich jeden Einzelnen eigentlich sofort in die Truhe. Das mache ich jetzt natürlich mit jedem so. Und ja, hole euch dann gleich wieder, wenn es zur zweiten Füllung geht, ihr. Da sind wir wieder hier. So sehen die Töpfchen jetzt aus. Und jetzt gebe ich nochmal eine Schicht rein, aber wenn es geht, quasi nur die Ränder, dass die ein bisschen dicker werden. Also ich mache das schon überall, aber ich gucke, dass die Ränder eben am meisten abkriegen. So. Und so mache ich das auch mit allen. Und dann friere ich die gut so eine halbe, ja, Dreiviertelstunde durch. Geht auch länger. Ja, so mache ich das jetzt mit allen. Zack, und dann hole ich euch zurück. Also das war jetzt eine halbe Stunde drin und ich würde die Ränder jetzt hier nochmal so einschmieren, dass das nicht rausbricht. Ja, so mache ich das immer. Ich schmier die Seiten an, weil unten ist genug Schokolade. Und ja, die schmier ich dann jetzt nochmal so ein, damit da, wenn ich die dann raushol, mir der Rand nicht abbricht. So schmier ich das jetzt ein. So, das mache ich mit jedem. Und dann geht das nochmal so für eine halbe Stunde. Also 20 Minuten, halbe Stunde, geht das dann nochmal in die Truhe. Also gucken, dass die Ränder schön dick sind. Weil wenn die so hoch dünn sind, brechen die logischerweise. Ja. So mache ich das jetzt bei den letzten auch noch. So, da sind wir wieder. Ich habe da noch ein bisschen Schokolade. Hier habe ich ein bisschen Glitzer. Und man könnte auch bunte Streusel nehmen oder so. So, jetzt gehe ich hin und löse die Silikonform von meiner Schokolade. Hier fliegt die Hälfte weg. Da muss man vorsichtig sein. Und wenn die Wände zu dünn sind,
Dann gehe ich jetzt hin, halte die einmal rein. Das mache ich auch nur für die Kinder. Und dann werden die bestreuselt. Und die stelle ich jetzt so nochmal in die Truhe rein, bis die dann gebraucht werden. Wenn man die Wände natürlich zu dünn macht, bricht das ab. Ist mir nämlich auch schon oft passiert. Deswegen sage ich das. Ja, so sehen die jetzt aus. Tun die da nochmal rein. Und dann haben die Kinder dann hier schön Streuselrand. Ja, die beiden lasse ich jetzt auch so. Wir essen das normal. Ja, das waren war so die Idee von mir, beziehungsweise so essen wir im Sommer gerne. Und da kommt dann eine Kugel Eis rein. Und das war dann. Aber der Rest wird später gezeigt. So sieht das jetzt aus. Ich wollte euch noch zeigen, wie wir das so machen. Und ich nehme jetzt hier so einen Eisportionierer und versuche da jetzt eine Eiskugel rauszuformen. Gebe die dann hier so rein. Zack, so. Da wisst ihr ja selbst, da ist ja keine Grenze offen, da kann man lecker Soße drüber machen. Eis drüber, vor allen Dingen Eis drüber machen, Sahne drüber machen und da ist ja jedem das selbst überlassen, wie ihr das esst. Und also von daher, komm, möchtest du nicht? So. So, das sind jetzt die Eisbecher unserer Kinder. Ich weiß noch gar nicht, ob ich... der hat jetzt hochgestapelt. Ja, so werden wir das jetzt essen. Oder ja, doch wir. Aber das sind jetzt erstmal die von den Kindern, weil die so schön verziert sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hänge euch noch ein Foto hinten an, wie das aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht ist das ja auch eine Idee, mal für euch nachzumachen. Vielleicht habt ihr das sogar auch schon nachgemacht und macht das auch so wie wir. Und ja, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.